glaube, ich habe einen Panther gesehen. Das war ein Jaguar. Hier gibt's keine. Die werfen ja auch mit Granaten, also die hier sind wirklich daran interessiert, sie zu töten. Ein bisschen jedenfalls. Na, jetzt kriege ich dir nicht tot. Waren das jetzt schon wieder alle? Achso, da oben. Hat wieder ein schöner Zeitlupenkill. Hat uns gerade nicht gebracht. Wunderbar. So, das müssten jetzt aber bald alle gewesen sein hier, oder? Scheiße, schon wieder noch mehr. Sid, hast du Anaya noch in der Leitung? Ja. Sie soll sich unter dem Jeep verstecken, da kommt jemand. Hoffentlich hat er sich versteckt. Na, offensichtlich nicht. Der Typ schießt natürlich bloß auf den Jeep. Achtet kein bisschen auf uns. So, das müsste jetzt auch der letzte gewesen sein. Ja, und wir sind wieder in der Zwischensequenz. Was du gesucht hast. Ich komme hier nämlich nie wieder her. Ich hatte recht. Mir hat sie nicht zurückgelassen. Sie ist ohne was zu sagen entkommen? Warum hat sie sich all die Jahre versteckt? Vielleicht hat sie sich gar nicht versteckt. Sie hat sich nur nicht bei uns gemeldet. Möglicherweise hat sie da etwas entdeckt, das sie für sich behalten wollte. Hast du mit Takamoto gesprochen, Sid? Ja. Er wollte dich nicht sehen, also muss ich ihn daran erinnern, dass du keine Widerworte magst. Ich bin ein schlechter Gesprächspartner. Will er, dass wir uns auf neutralem Boden treffen? Noch besser. Er will sich in Toru Nishimuras Büro gegenüber von seinem Penthouse mit dir treffen. Nishimura? Weiß Takamoto nicht, dass wir Freunde sind? Nein. Er weiß nur, dass Nishimura morgen Abend eine kleine Party gibt. Dort erwartet er dich. Das wird immer besser. Okay, ich bin schon unterwegs. Gut, damit haben wir jetzt Peru komplett abgeschlossen. Und fahren jetzt als nächstes nach Japan. Ein meiner Lieblingslevel. Bevor wir nach Japan fahren, allerdings noch Glückwunsch, sie haben Objekte freigeschaltet. Und sie haben das Spiel beendet. Gut, damit beende ich jetzt auch diesen Part. Bis zum nächsten Mal in Japan. Also, ich weiß.